Was ist das denn? Ist das ein Versunkener da hinten? Ich speichere mal eben. Das sieht aus wie ein Versunkener. Ich düse erstmal ganz kurz. Sahen die Versunkenen überhaupt so aus oder war das irgendein anderes Viech? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich düse erstmal auf gebührlichen Abstand. Ja, sag mal, hier ist ja überall was. Auf gebührlichen Abstand. Dem zertrümmer ich den Schädel. Ja, danke. Oh, ho, ho. Okay, wir hätten auch da unten zum Strand, da hinten zum Strand gehen können. Na, ein Tänzchen. No. Was war das denn? Bonzi, wo bist du? Ach, hör jetzt auf, Mann. Bones! Wo ist denn der Bones? Wo ist denn der Bones hin? Das Wildschwein von hinten. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Wo ist denn der Bones? Ich höre, das Wildschwein greift jetzt nicht. Ach, das ist doch wohl nicht wahr. Leckt mich doch am Arsch. Nein! Leckt mich nicht am Arsch. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wo der Bones steckt, ehrlich gesagt. Das ist aber nicht wahr. Greift halt alle auf einmal an. Lass das. Das war ein Witz. Wo ist Bones? Der ist doch einfach weg, ne? Das gibt's doch nicht. Ich war eher dran. Jetzt kommt Bones. Ach, jetzt, wo fast alles erledigt ist, kommt Bones. Ja, Bones. Echt, da kriegst du auch mal ein paar aufs Maul jetzt, das reicht. Alter Schwede, das war ein Flohzirkus hier gerade, man glaubt es gar nicht. Alter Schwede. Okay, das hat jetzt nicht viel mit den Schwertskills zu tun, aber gegen vier auf einmal war dann doch ein bisschen, vor allem die flinken Wildschweine, also Warzenschweine, Entschuldigung, man muss da mehr Respekt zollen bei den jungen Mannen. Mannen. Alter, zum... Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Wer war denn er nochmal? Deine Größe ist auch deine Schwäche, du... Ja.
Ein Leviathan. Ah. Doch kein Versunkener. Die Versunkenen waren ja normale Seeleute, die geturnt wurden, hey, sozusagen. Lass mir auch noch was übrig. Ich glaube, es ist genug für alle da. Ein Schnäufel! Naja, wir können es aber noch plündern. Kriegen wir noch Leuchtkugeln und Muscheln, immerhin. Na, holla die Waldfee. Was für Schergenkämpfe. Ich kann ja gar nicht Schergenkämpfe sagen, weil Schergen gehören ja hier zu den Untoten. Aber im Grunde genommen sind das ja alles Schergen des Bösen. Wo kommen wir denn hier hin? Den Strand haben wir dann immerhin auch abgeräumt. Das ging schnell. So, eine Leuchtkugel. Ich glaube, hier ist der Zugang vom Strand, von dem wir eigentlich normalerweise kämen. Hallo, Scavenger. Wie kann man denn so schnell wach sein? Das ging wirklich sehr schnell. Wie kann man denn so schnell wach sein? Eine Feuerblume? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist nicht jetzt. Das würde den besten Opferplatz abgeben, den ich je gesehen habe. Du hast nicht zufällig ein Huhn dabei? Nein. Schade. Doch, wir sind bei den Magiern gelandet, aber wir sind vom Strand ausgekommen. Das ist mir ja noch nie passiert. Ich glaube, hier sollten wir später hinkommen. Das kommt davon, wenn man sich nie an Konventionen hält und dauernd irgendwie querfeldein läuft. Es tut mir leid, wir kommen später wieder hierher. Was liegt da? Ach, guck mal hier. Auf jeden Fall sehr schön. Wir kommen später wieder. Ich wollte das nicht vorwegnehmen. Der Nebel sieht ein bisschen aus wie Nordlichter manchmal. So, damit wir den Strand auch ganz abgeräumt haben. Ach, weißt du was? Nee, komm. Wir kommen später eh nochmal wieder an den Strand. Ich düse jetzt wieder zurück. Wir sind jetzt schon weit genug gelaufen hier. Kommen jetzt schon hier beim Magier-Ding an, wo wir eigentlich gar nicht hätten sein sollen. Deswegen schwimme ich jetzt mal wieder zurück. Und dann gehen wir den ganz regulären Weg. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Das ist auch sehr schön. Da haben wir mal ein bisschen rumgeerntet. Sind da oben im Gebirge rumgesprungen, haben den Strand aufgeräumt, alles sehr, sehr gut. So. Aber irgendwann reicht's ja auch mal. Ich frage mich, ob wir das Äffchen jetzt als Dieb outen können. Mal ganz ehrlich, der Affe springt da die ganze Zeit drin rum. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ich hoffe, das sieht keiner. Na, Homie? Lucky, Lucky! Okay. Der freut sich voll. Okay, der Lucky Lucky, nur wenn wir da am Rumdoktoren sind, kommen wir dann auch da oben rüber. Pass mal auf, wenn wir jetzt hier... Komm, steig hier übers Dach, Junge. Na, jetzt spring doch mal. Ach, jetzt springt er. Das ist ja ein ganz komischer Kauz. Wow, was für ein Sprung. Heldenhaft. Hui, hui, hui. Ich hoffe, der verausgabt sich nicht.
Da ist eine Liane. Huch. Liane. Ach so. Eine Kampfbüchse. Und Gold. Hallo, ich freue mich sehr. Juhu, Bones, du bist ja da. Das klappt nicht so gut. Ich glaube, wir müssen das Äffchen trainieren oder selber ein Äffchen trainieren. Und dann da reinschicken, weil wir selber werden da wahrscheinlich nicht so viel ausrichten können. Juhu, ich trau mich nicht. Liane und zack wieder runter. Gut zu wissen, dass wir hier so easy hochkommen. Ich dachte, wir müssen also eine Jump'n'Run-Aktion vollführen, aber okay. Taranis Band 1. Können wir alles verkaufen. Außerdem sind wir Piraten. Was willst du denn erwarten? Wir gehören zu den ganz Harten. So, wir kommen da später nochmal wieder. Ich glaube, wir reisen jetzt mal bei Nacht in die Magierstadt, weil die Nacht hier nicht ganz so dunkel ist. Müssen wir nicht zwingend schlafen. Und der Kollege hält da oben ja eh noch Wacht. Ich grüße euch eventuell, nachdem ich mal geguckt habe, was es hier hinten gibt. Ah. Rohen Fisch, rohen Fisch. Und ein Haus, auf dem Gold liegt. Natürlich, warum sollte auch nicht Gold auf dem Haus liegen? Das ist ein normales goldtypisches Verhalten, genau wie Voodoo-Puppen. Erwarte ich am ehesten auf dem Dach zu finden. Da oben sind noch Bananen. Ja, okay, wir müssen offenbar einen Affen zähmen. Au. Weißt du was, ich gehe jetzt mal ganz kurz zu dem Homie. Und frag mal, ob der uns nicht gerade eben mal die Affenzähmung beibringen kann. Ich muss mal gucken, was wir dafür brauchen. Wir brauchen die Affenzähmung eh noch für den anderen Gnom. Hey, Safi! Also. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homie. Nein, das war der Falsche. Ciao. War das der andere? Bei wem konnten wir das leer? Ach, das macht ein Kadett hier. Okay. Hey, Gadi! Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Ich wäre gern Einfluss 40. Dafür bin ich nicht gut genug. Einfluss 40. Einfluss 25. Ach du Scheiße, das wird ja noch dauern. Aber wir können Silberzunge steigern. Insofern 30. Na, Glückwunsch. Wir müssen ja Affentrainer werden. Einerseits, um die eine einzige Quest da zu erfüllen. Andererseits, um unser Äffchen auch an Orte zu schicken, wo wir selber nicht hinkommen. Ich könnte natürlich einen Papagei nehmen, aber der Papagei kann natürlich selber nicht viel ausrichten. Mann, bin ich furchtbar. Jetzt wollte ich da oben gerade hin. Zum Glück verbietet es mir das Level-Design, weil ich so furchtbar bin. Hallo, Baker! Also. Bring mich zu den Magiern. Gut, aber lass uns erst das Tageslicht abwarten. Ich lass mich nicht gerne im Dunkeln überraschen. Na, dann gehen wir bei Tageslicht. Na, dann komm mal mit. Na, Gott sei Dank haben wir einfach gewartet. Okay. Wenn der vorausgeht. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Spruchrolle. Kristallfackel, hier ein Bett. Diverse Alkoholiker, die wir nicht mitnehmen können. Die Truhe können wir nicht knacken. Ansonsten ist die... Das Haus ist schön, aber für uns nutzlos, leider. Überall auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Cool. Das gefällt mir echt gut. Aber leider bin ich wirklich schlimm, was Weltenbummeln angeht. Ich muss einfach immer alles erforschen, was nicht nied- und nagelfest ist und sieht. Na holla!
Wo kommst du denn her? Ich dachte, ihr wärt nur im Dschungel. So, leider können wir die nicht plündern, weil ich die aus Versehen runtergepfeffert habe, aber soll mir recht sein, hier 50. 50, wie sollen wir denn die ganzen Truhen? Ich finde die Truhen und ich kann sie nicht plündern. Es ist einfach deprimierend. Ich krieg hier gleich meine Midlife-Crisis. Ach, 50 Truhen. Wo geht's hier hin? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich furchtbar bin? Okay, hier geht's offenbar nirgendwo hin. Aber theoretisch hätte hier was sein... Okay, kann man nicht klettern. Ja, ich bin furchtbar. Ich erkunde so gerne. Aua! So, kommen wir denn hier auch wieder gefahrlos runter? Das ist die Frage. Damit sich die 50er-Truhe auch richtig gelohnt hat, die wir nicht gekriegt haben. Na, das geht doch einfach. Wo ist denn unser Kumpo? Da hinten ist unser Kumpo. Wo wir gerade hier sind. Vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Davon gehe ich aus. Also, riskieren wir einen Blick? Vergiss die Höhle. Klar, durchsuchen wir. Klar, durchsuchen wir die Höhle. Quest, eine Höhle erkunden. Kommt mir bekannt vor. Da ist bestimmt noch viel los in der Höhle. Da war zum Glück noch niemand drin, der die ausgeräumt hat. Ohne dich. Na? Schön, das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Ja, hat sich sehr gelohnt. Eigentlich hätten wir jetzt natürlich noch den anderen Questerfolg bekommen, aber wir haben die Dunkeldürre ja schon vorher weggeschmettert. Deswegen ist hier nicht mehr so viel zu holen und wir laufen nochmal ganz kurz ein bisschen Sightseeing-mäßig durch. Folge mir! Ich komme! Seit Forest habe ich jetzt das Bedürfnis, die Bäume wegzuschlagen. Es gibt zwei Wege zum Lager. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer, aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also? Ich nehme den Weg durch das Tal, wenn der schöner ist. Lass uns den längeren Weg durch das Tal gehen. In Ordnung. So, zu dem Schweinchen da oben kommen wir später. Weiter ins Hinterland. Ach, schön. Hallo, Gürteltier. Huch. Ein schöner Ausblick, was? Ich bin nicht wegen dem Ausblick hier. Na, dann komm. Aufgepasst jetzt. Also kann sein, dass hier auch noch besonders fiese Viecher rumlaufen. Das ging schnell. Also ich bin auch wegen des Ausblicks hier, muss ich ja zugeben. Sonst hätte ich ja nicht den Weg genommen. Boah, cool. Da hinten das Häuschen. Ich erinnere mich, da waren wir schon mal in der Review. Da ist ein Snapper. So, jetzt folge mir einfach. Ich folge. Wir räumen hier später auf. Hallo, du kleiner Scavenger. Hallo. Gut so. So. Dann... Oh, ein Rammer. Halt! Wenn wir schon mal zu dritt sind, warum nicht den Spaß machen? Hallo, mein Freund, deine Kumpel habe ich sauer gemacht. Oh, aua, aua, ich war das gar nicht. Edge, was doch, tschüss. Oh. Jetzt aber tschüss. So, den Rammer haben wir mitgenommen. Und da oben geht's auch schon zur Stadt der Magier. Sieht ein bisschen aus wie Wolfenstein. Na gut, ach so, er wartet da hinten. Hat da irgendwas gezischt gerade? Da oben die Spinne, die kriegen wir später. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rauf. Gut, dann weiter. Fast vergessen, wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. So wie die Stadt an sich, wie ich gerade sehe, und generell das Spiel an sich.
Ein echter Hingucker. Bleib schön an meinem Heck! Die Stadt der Magier. Hier auf der Donnerinsel. Kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. Aus der Preview-Version. Wir sind da. Willkommen im Lager. Sieh dich erstmal um. Ich muss noch was klären. Wir sehen uns dann. Alles klar. Natürlich. Hallo, Takia. Achso, doch nicht. Bah, Menschen. Lasst uns so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden. Wieso mag der Bones denn keine Menschen? Ja, Käsegrog, ein Schreibfehler. Dein Schreibfehler wird anders geschrieben. Nein, wird es nicht. Na, hast du Frischfleisch mitgebracht? Wie läuft's am Hafen? Da unten habe ich alles im Griff. Aber ich hörte, hier oben herrscht das totale Chaos. Bist du nur gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Kommt darauf an. Hast du meinen Rum? Natürlich, es ist alles da. Ausgezeichnet. Dann will ich mal wieder. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Das kommt drauf an, was es zu essen gibt. Ich wäre da, also ich würde mich da anbieten. Hallo Talbot. Ist was? Ich arbeite. Aha. Und was macht ihr denn so? Was gibt's denn hier zu tun? Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Dann bist du hier also der Boss, ja? Nicht direkt. Das sind die Magier hinten im großen Haus. Aber ich bin für alles andere zuständig. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay. Und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Ja, du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Alles klar. Weitermachen. Ja, ich hab noch zu tun. Ja, hab ich mir fast gedacht. Hallo, Vetranio. Die Wäsche ist noch nicht fertig. Komm später wieder. Wäsche? Welche Wäsche? Na, die der Wächter. Irgendwer muss das ja machen. Und das bist dann wohl du? Mein Leben als Kadett habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, als Wächter wirfst du mit Feuerbällen nur so um dich, haben sie gesagt. Aber das einzige Feuer, das ich zu sehen bekomme, ist das vom Kochtopf. Naja, gut, das dauert aber noch. Die Stimme erinnert mich ein bisschen an Matt. Kann das sein? Okay, du bist also die arme Wurst hier. Ja, ich meine nein. Also jetzt schon, aber später... Ja, große Pläne, ich verstehe. Mann, wenn ich meine Träume nicht mehr hätte, was bleibt mir dann noch? Naja, zumindest deine Wäsche. Na, danke. Er könnte ja einfach auf eigene Faust einfach mal Unternehmungen starten, so wie wir das ja auch tun und überall. Wir kriegen ja wirklich überall Quests, warum nicht auch die anderen? Erzähl mir mehr über die Wächter. Wir sind sozusagen der lange Arm der Magier. Alle Neuen in unseren Reihen beginnen ihren Dienst als einfacher Kadett. Die Jungs, die schon länger dabei sind, werden zu Wächtern berufen. Und über den Wächtern steht nur Magnus, unser General. Alles klar. Also ich find's übrigens cool, wie Bones immer zu demjenigen guckt, der gerade am Sprechen ist. Der dreht seinen Kopf so von links nach rechts. Was mir Sorgen macht, ist sein rechtes Bein, das zittert so ein bisschen. Der hat einen Schrumpfkopf an der Hose, ist mir sonst nie aufgefallen. Sein eines Bein zittert so ein bisschen. Schon mal daran gedacht, abzuhauen? Nee, das will ich auch gar nicht. Irgendwann kommt ein Neuer, der meinen Posten übernehmen wird. Aber für den Moment wäre mir schon geholfen, wenn jemand das Lagerhaus für mich fegen würde. Hey, du bist doch neu. Willst du diese Aufgabe nicht übernehmen? Nein, als Putzkraft wollte ich nicht enden. Ach komm. Ja klar, ich putze hier das Lagerhaus. Wohl kaum. Okay, pass auf. Was hältst du davon, wenn ich dir jemanden suche, der das Lagerhaus für dich fegt? Auch gut. Aber nimm diesen Besen mit. Ohne ein vernünftiges Arbeitsgerät geht's ja nicht. Okay. Wo soll ich nach deinem Ersatz für das Lagerhaus suchen? Das wird nicht ganz einfach werden. Von den Wächtern wird sicher niemand machen wollen. Und die Magier zu fragen, würde dich den Kopf kosten. Am einfachsten wäre es wohl, jemanden zu finden, der vor kurzem seine Arbeit verloren hat. Halte einfach die Augen offen. Okay, lustig, dass wir erstmal dass wir dreimal draufklicken mussten, bevor wir die Quest überhaupt bekommen haben. Das finde ich irgendwie cool.